500 Spiele für den FC Bayern. Sein Jubiläum hat sich Thomas Müller aber wohl anders vorgestellt. Gegen Eintracht Frankfurt hat es zwar gleich 5-mal geklingelt, allerdings im Kasten der Bayern. Von Müllers Fähigkeiten als Raumdeuter und seiner Torgefahr war nichts zu sehen. In seinen 499 Spielen zuvor machte die Identifikationsfigur des FC Bayern 187 Tore und bereitete 173 vor. Und auch wenn er in dieser Saison oft nur als Joker zum Einsatz kommt, mit 4 Assists ist er Bayerns bester Vorbereiter, gemeinsam mit seinem Konkurrenten Felipe Coutinho. Der Urbayer ist zwar nicht mehr so torgefährlich, in Sachen Einsatz macht ihm dieses Jahr aber keiner etwas vor. Müller lief im Schnitt 12,4 Kilometer pro 90 Minuten, Bestwert bei den Bayern. Trotzdem kriselt es nach der 1:5 Klatsche gegen Frankfurt gewaltig beim Rekordmeister. Und ausgerechnet nächsten Spieltag wartet im Topspiel Erzrivale Borussia Dortmund. Für Müller könnte das aber ein gutes Omen sein. Der BVB ist so etwas wie sein Lieblingsgegner. Insgesamt traf er bereits 10-mal gegen die Borussen. Darunter waren 2009 auch seine ersten beiden Bundesliga-Tore überhaupt. Und wenn Thomas Müller knipst, ist der FC Bayern quasi unschlagbar. In den 87 Spielen, in denen er traf, sprangen für die Münchner 82 Siege und 5 Unentschieden heraus.